Seit dem 26. Oktober 2018 sind die ersten 10 Episoden der Serie Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix verfügbar. Und das mit bis dahin sehr guten Kritiken. Auch nach der Veröffentlichung sind die Stimmen zur neuen Serie um die junge Hexe sehr positiv. Viele besonders jüngere Zuschauer werden mit Netflix neuerlicher Veröffentlichung der Figur Sabrina zum ersten Mal begegnen, obwohl es die Hexe schon seit 1962 gibt. Sabrina startete ihre Existenz als Comicfigur, die von dem Verlag Archie Comics veröffentlicht wurde. 1970 bekam sie ihre erste eigene Zeichentricksendung. 1996 wurde der erste Realfilm der Hexe produziert, mit Melissa Joan Hart in der Hauptrolle. Der Fernsehfilm führte schließlich zu der in Deutschland sehr bekannten Fernsehserie Sabrina Total Verhext, welche von 1996 bis 2003 lief, 7 Staffeln umfasst und 163 Episoden vorweisen kann. Zudem wurden noch 2 weitere Fernsehfilme produziert. Ab 1999 gab es wieder eine Zeichentrickserie, in der Melissa Joan Hart Sabrina sprach. Aus dieser entwickelte sich schließlich eine weitere Spin-off-Serie, Sabrina's Secret Life, und der Film Sabrina Friends Forever. Mit Sabrina's Secrets of a Teenage Witch gab es ab 2012 erneut eine Animationsserie, die eine Staffel umfasst, mit 26 Episoden. Alle diese Veröffentlichungen und verschiedenen Serien haben gemeinsam, dass sie sich immer an ein sehr junges Publikum wenden. Als der erste Teaser zur Netflix-neuer Interpretation der Hexe veröffentlicht wurde, welche dunkel, gruselig und völlig anders daherkam, waren viele zumindest angefixt um diese neue Version der stets familienfreundlichen Figur. Und ich auf jeden Fall auch. Als kleiner Junge habe ich oft Sabrina Total Verhext gesehen. Als Kind mochte ich die Serie und ich war schon sehr gespannt, was Netflix daraus machen würde. Und tatsächlich muss ich sagen, dass Chilling Adventures of Sabrina wirklich absolut gelungen ist. Sei es die Ausstattung, die Story oder die Schauspieler. Wer die alte Serie kennt, wird sich hier, obwohl Chilling Adventures völlig anders ist, trotzdem irgendwie zu Hause fühlen. Die Story ist schlüssig und auch interessant. Die Figuren sind vielschichtig und haben alle ihre Geheimnisse. Sabrina ist zwar die zentrale Figur, aber alle Menschen um sie herum haben auch ihre eigenen Probleme und kleinen Geschichten. Das funktioniert mal sehr gut und mal eher etwas schleppend. Da fallen mir spontan Sabrinas 2 Freundinnen ein, bei denen das eher nicht so ganz gelungen ist. Sabrinas Cousin Ambrose ist lange Zeit eine der interessantesten Figuren, da man nicht so genau weiß, was denn mit seinem Hausarrest und seiner Person allgemein auf sich hat. Auch die Beziehung der beiden Tanten Zelda und Hilda ist hinten raus gut gemacht. Die Unterschiedlichkeit der beiden ist hier oftmals sowohl lustig wie auch traurig. Man merkt, dass die Drehbuchschreiber bei Sabrina selbst sehr darauf geachtet haben, hier eine wirklich starke Figur zu zeichnen, die aber auch Fehler macht und nicht perfekt ist. Zudem finde ich sehr gut, dass man sich hier das Teenie-Liebesdrama spart und Sabrina und Harvey bei Beginn der Serie schon länger zusammen sind und ihre Beziehung sich völlig natürlich anfühlt. Abgesehen, dass das Casting hier sowieso auf dem Punkt ist, ist die Chemie zwischen Kiernan Shipka als Sabrina und Ross Lynch als Harvey absolut überzeugend, so dass auch ich als männlicher Zuschauer ihre Romanze gerne beobachte. Chilling Adventures ist wohl aber am überzeugendsten durch ein fast perfektes Ausbalancieren aus Humor, Horror und Teenager-Story. Meiner Meinung nach baut die Serie zum Ende leicht ab, als die Motive einiger Figuren klarer werden und so manche Geheimnisse ans Licht kommen, die dann etwas enttäuschen. Aber das ist kein Ärgernis, sondern vielleicht die eigene Erwartung, die bei mir dann manchmal eine ganz andere war. Aber mich jetzt auch nicht geärgert hätte. Dennoch empfinde ich die ersten 5 Episoden etwas stärker als die restlichen. Was aber nach den ersten 10 Episoden auf jeden Fall bleibt, ist das Gefühl, dass es noch so viel in dieser Welt zu entdecken gibt. Dass man gerade erst an der Oberfläche gekratzt hat und dass Netflix, wenn sie alles richtig machen, hier eine Serie gezaubert haben, die unheimlich viel Potenzial besitzt. Deswegen will ich auch noch kein endgültiges Fazit abgeben, da die Serie für mich erst so richtig anfängt und die ersten Episoden ein unglaublich befriedigender Einstieg waren, der aber noch so viel mehr Platz lässt für so viel mehr Abenteuer und interessante Entwicklungen. Deswegen kann ich nur sagen, dass diejenigen, die nur im Entferntesten Lust haben, sich Chilling Adventures anzusehen, das auf jeden Fall tun sollten. Netflix hat nämlich eine wirklich tolle Heldin erschaffen, die uns hoffentlich in Zukunft noch weiter verzaubern wird.